Das Thema Lebensmittel im Ukraine-Krieg, das ist jetzt unser Gesprächsthema mit Sven Schulze, dem Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt. Guten Tag, Herr Schulze. Guten Tag aus Magdeburg, hallo. Muss man denn jetzt tatsächlich davon ausgehen in diesen Tagen, dass die Lebensmittel das neue Gas werden? Wie teuer kann es denn noch werden? Also für Deutschland und auch für Mitteleuropa würde ich jetzt davor warnen, hier irgendwie Panik zu bekommen. Wir werden keine Lebensmittelkrise oder Lebensmittelknappheit bei uns bekommen. Aber wir müssen eines bedenken, gerade die Ukraine und auch weite Teile Russlands, die werden ja nicht umsonst als Kornkammer Europas bezeichnet. Die Weizenlieferung, 30% dessen, was auf dieser Welt entsprechend exportiert wird, kommt zuweilen von dort. Und vieles wird in die ärmsten Länder dieser Welt, nach Nordafrika geliefert. Und die werden sich dann im Zweifelsfall die höheren Preise nicht mehr leisten können, beziehungsweise die werden überhaupt kein Angebot mehr bekommen. Und das ist unsere Herausforderung, die wir jetzt haben und wo auch Europa reagieren muss. Jetzt gab es ja einen doch sehr kritisierten Vorschlag, sage ich jetzt mal, aus der Regierung bereits, dass wir Flächen nehmen, die jetzt aktuell entweder gar nicht benutzt werden dürfen, aber auch das Fleisch, die Fleischproduktion vor allem beim Schwein runterstellen, damit wir da mehr Getreide also produzieren können und nicht abhängig sind von diesen Importen. Wie stehen Sie zu diesen Vorschlägen? Also es ist so, dass die Europäische Kommission in der vergangenen Woche eines gemacht hat, was glaube ich, sehr positiv ist. Wir haben ja die gemeinsame europäische Agrarpolitik und da ist festgeschrieben, dass man eine gewisse Flächenanzahl, ab 2023 werden das 4% der Flächen sein, als sogenannte Brachfläche betrachten muss. Das kann man sich so vorstellen, dass da der Acker eine gewisse Zeit lang nicht bearbeitet werden soll, damit er sich ausruhen kann. Und wir fordern nun, und das sagt die Europäische Union, dass wir das auch machen können, dass man diese Flächen zeitweilig, also in diesem Jahr und idealerweise dann auch im nächsten Jahr, nutzen soll, um nicht nur Futtermittel, sondern auch Nahrungsmittel anzubauen. Und hier ist im Moment der Streit sicherlich, der Dissens mit der Bundesregierung. Die Bundesregierung sagt, in Deutschland wollen wir das nur dahingehend umsetzen, dass Futtermittel angebaut werden können, aber keine Nahrungsmittel. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Und darüber werden wir auch auf der Agrarministerkonferenz hier in Magdeburg diskutieren. Aber das ist doch eine Frage, die uns alle interessiert. Und der Ukraine-Krieg hat es ja gezeigt. Also warum kommen denn da der Landwirtschaftsminister des Bundes, Cem Özdemir, die Umweltministerin Svenja Schulze und Sie als Agrarminister der Länder einfach nicht zusammen? Wir wissen ja, was drohen könnte. Und wir wissen auch, dass dieser Krieg sich noch eine Weile hinzieht. Naja, das ist ja genau die Frage, die sich stellt. Wir werden doch eines erleben am Ende dieses Jahres im Herbst. Da wird jede Tonne Getreide, die auf diesem Weltmarkt zur Verfügung steht, durch Europa aufgekauft werden. Wir können uns das leisten und die Länder Afrikas werden sich das nicht leisten können. Dort wird es im schlimmsten Fall zu Hungersnöten kommen. Und was das wiederum bedeutet, das haben wir ja auch schon mal erlebt, das darf nicht passieren. Und wir dürfen uns als reiches Europa, als reiches Deutschland nicht leisten, zu sagen, wir können uns die Preise leisten. Für uns wird sich nicht viel ändern, außer dass es vielleicht teurere Lebensmittel gibt. Und an anderer Stelle hungern Menschen. Und deswegen diskutieren wir darüber. Es ist legitim, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Aber die EU, das möchte ich nochmal betonen, ist doch vollkommen klar, dass die das Thema Umweltschutz durch den Thema Green Deal und durch andere Dinge doch ganz klar auf der Agenda haben. Die sind also unverdächtig, hier irgendwo da Dinge machen zu wollen, die man nicht machen möchte für die Zukunft. Und wenn die sagt, die Europäische Kommission, ihr müsst jetzt Brachflächen auch mit nutzen, dann sollte man das wirklich ernst nehmen. Und deswegen appelliere ich auch an die Bundesregierung, lasst uns hier ergebnisoffen diskutieren und nicht von vornherein sagen, Brachflächen darf man nur für Futtermittel nutzen und nicht für Nahrungsmittel. Das ist, glaube ich, auch in der Bevölkerung eine Frage, die man so richtig nicht versteht. Lassen Sie uns ganz kurz noch in die Supermärkte schauen. In den Regalen sehen wir aktuell ein Bild, das wir leider vor kurzem schon einmal hatten. Leere Regale, damals durch Corona, jetzt also durch den Ukraine-Krieg. Aber sind das tatsächlich bei Öl und Mehl schon die Versorgungsengpässe, die wir sehen? Oder sind das wirklich einfach Hamsterkäufe von Verbrauchern, die aktuell Angst haben? Naja, ich glaube, das ist ein Stück weit auch die Situation. Gerade beim Sonnenblumenöl erleben wir das. Man hat natürlich über den Medien mitbekommen, wie die Lieferketten sind und hat jetzt vielleicht auch als Verbraucher Bedenken, dass man gewisse Produkte in der Zukunft nicht mehr kriegt und kauft jetzt etwas mehr, als man eigentlich benötigen würde. Also da appelliere ich auch an die Bevölkerung, da Ruhe zu bewahren. Es wird in Deutschland nicht zu Lieferengpässen in Größenordnungen, was Lebensmittel angeht, kommen.
Man braucht jetzt keine Angst haben, dass es gewisse Produkte über einen längeren Zeitraum gar nicht mehr gibt oder die kann man dann vielleicht auch durch andere Produkte ersetzen. Also hier ist es vielleicht sinnvoller, mal eine Flasche Öl, wenn man sie kriegt, weniger in den Einkaufswagen zu stellen, als man sie vielleicht dann wirklich benötigen würde. In Deutschland brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Wir sollten uns aber wirklich damit beschäftigen, dass Länder dieser Welt, die sich teure Lebensmittel nicht leisten können, nicht in eine Situation kommen, dass da am Ende Hunger herrscht. Und deswegen muss Europa hier reagieren. Muss unser Beitrag auch unter anderem sein, um diesen Konflikt hier irgendwo abzumildern. Sven Schulze, der Vorsitzende der Agrarministerkonferenz von der CDU. Heute also die Gespräche zwischen Bund und Ländern. Da sind wir mal gespannt, muss man ja tatsächlich so sagen, was rauskommen wird zwischen Bund und Ländern. Herr Schulze, danke Ihnen für das Gespräch. Ja, vielen Grüße nach Berlin. Vielen Dank.